Ratespiel. Wer weiß, wo wir sind? Gebt mal einen Tipp ab. So, weiter geht's. Wisst ihr jetzt schon, wo wir vielleicht sein können? Oder zumindest in welchem Land wir uns befinden? Es sind Nikos Wurzeln, wenn auch nicht seine Geburtsort. Richtig. Den Bus sieht man auf jeden Fall. War fleißig raten. Ich bin gespannt, ob jemand draufkommt. Los geht die Radrunde. Es werden ca. 500 Höhenmeter und 20 Kilometer und auch ein bisschen Trail. Track verlinke ich euch. Ja, das ist leichter zu erraten, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Die Blätter fallen schon runter. So langsam, es ist ja noch nicht ganz, aber die Ansätze sind da. Oh ja. Das ist eine Fest, wo man so viel Glück trinkt. Wie heißt das nochmal? Schreibt es mal in die Kommentare. Geht schon ganz schön zur Sache. Puh. Ah, ihr seht. Aber tatsächlich. Ich bin auch wirklich gespannt, ob schon jemand von euch hier in der Gegend unterwegs war. Also die Auflösung kommt schon noch. Immer schön dranbleiben. Ich fühle mich auch immer wie der Esel mit der Karotte. Jetzt müssen wir den Stich noch machen. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Ausblick. Mal sehen. Wer wollte den Stich machen? Der Track hat den Stich vorausgesagt. Ja. Ein Hinkelstein. Und so schaut es jetzt aus. Also sehr hoch ist die Anhöhe nicht. Einen Stein und einen Sessel gibt es aber. Für die Ewigkeit. Aber da finde ich es so bequem. So, da gleich oben, oder? Es gibt auch immer wieder so kleinere Trailabschnitte. Aber es ist halt sehr viel auf und nieder. Was die T3er so gern macht. Bäh. Säbelzahn, Tiger, Höhenprofil. Schon verstanden. Aber das ist trotzdem jetzt ein cooles Wegerl. Ja. Yes! Das sieht jetzt auch wieder cool aus. Ja. Bergab wird für den Fahrer. Ja, bergab wäre besser. Aber er geht auch bergauf. Ja. Geil, also der sieht geil aus. Wie ein Dschungel. Das ist wieder ganz schön knackig. Übrigens haben wir tatsächlich auf der ganzen Tour nicht eine einzige Menschenseele getroffen. Also das passiert einem auch sehr, sehr selten, finde ich. Jahreszeiten. Wow. Herbst, ja oder nein? Mögt ihr den? Einen warmen Herbst mag ich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Herbst haltet. Das ist schon ganz schön viel schreiben, ne? Ja, heute ist viel. Heute ist Ratespiel. Meinung mögen wieder oder nicht mögen. Sonne! Ja, ich merke mal, wie trocken es alles ist, gell? Ja. Und da hinten ist aber wir zeigen es euch später noch. Also in Piep gibt es hier. Mit Sonne ist es immer schöner, deswegen schwenken wir noch mal ein bisschen. Ich weiß jetzt auch, wo wir sind. Genau, da hinten steht unser Bus. Das sieht jetzt idyllisch aus, gell? Voll. Jetzt könnte man so ein Danny McEskill-Video mit dem Strohballen machen. Stimmt.
Ja! Yeah. Ausblick von der nächsten Anhöhe, da hatte aber keiner mehr Luft zum Reden. Und dann geht es jetzt auch direkt ab auf den Trail. Von hier aus ging es dann ca. 30 Kilometer weiter in die Hauptstadt rein. Das 20. War 20, na gut, das sind nicht 20. auf jeden Fall blenden wir euch noch ein paar Bilder ein. Da war es allerdings nass und regnerisch. Aber vielleicht kommt ihr ja trotzdem drauf, wo wir sind. Land und Hauptstadt gesucht. Schreibt rein, was euch einfällt. Ich bin gespannt, ob jemand draufkommt. Oh, ein Indiz. Eieiei, jetzt hast du viel preisgegeben. Jetzt müsste man draufkommen eigentlich, ganz klar. Scheiße. Also ich bin echt sehr gespannt. Ich wäre niemals draufgekommen. In die Richtung hat es mich bisher nicht verschlagen, muss ich gestehen. Aber ja, ich bin gespannt, wer von euch draufkommen wird. Und die Auflösung gibt es dann im nächsten Video. Ich habe alles, was Nationalgericht ist, anscheinend. Und ich habe den Klassiker. Benenn ich ihn mal. Tja, Vetcheri Gnädlig Selli. Frag mich nicht, wie es heißt. Ich kann es dir nicht sagen. Nachtisch. Ich weiß, wie es heißt. Nachtisch.